Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf der PS4 in GTA Online. Und wir besorgen uns wieder Waffen. Diesmal bin ich bei einem anderen Waffenladen und heute rede ich über die Türkei und Erdogan. Die Türkei ist ja für Deutschland schon sehr wichtig, weil einfach sehr viele Türken leben und ich auch einige türkische Abonnenten habe. Und diese Leuten möchte ich einfach auch etwas über ihren Präsidenten sagen, und zwar Erdogan. Erdogan ist ein Pick. Sorry, dass ich das so hart sage, aber Erdogan ist menschlich gesehen wirklich eine Katastrophe. Und das in Europa. Ja, wir leben hier in Europa. Guck mal hier. Ne? Das macht Erdogan mit Kritikern. Das, was ich gerade gemacht habe. Schaut es euch an. So sieht das dann aus, wenn man kritisch über ihn redet. Und das ist einfach das Problem, ne? Da gibt es keine Meinungsfreiheit, wenn Erdogan sagt, ich will kein Ding haben, kein YouTube oder kein Chatroulette. Ja, dann gibt es kein Chatroulette. So einfach ist die Sache. Erdogan ist ein richtiger Verbrecher, richtiger Verbrecher, ehrlich, furchtbar. Und die Türken wählen den auch noch, über 50%. Was soll der Scheiß? Geht's noch? Was soll das? Erdogan ist ein Verbrecher. Und es gibt ja jetzt zum Glück einen neuen Song über Erdogan. Da wird mal richtig Klartext gesprochen über Erdogan. Hi, moin, moin. So, was bedeutet nochmal blaues Symbol? Das heißt PSN Volt. Gottverdammt, ich weiß nicht mal, was das blaue Symbol bedeutet. Ich kenne mich auch gar nicht mehr aus, ich habe kaum noch gezockt. So. Guck mal hier, Sixpack hat er. Egal, wir wollten jetzt über Erdogan reden. Über den Hund, der Menschenrechte mit Füßen tritt. Und das verstehe ich nicht, dass die Türken ihn immer wählen. Klar, die Türken brauchen einen starken Mann. Aber die Türkei muss jetzt endlich mal aufwachen, weil es kann nicht sein, dass friedliche Demonstranten mit Wasserwerfer und was weiß ich, mit Gewalt, mit Gummigeschossen vertrieben werden. Und dass Erdogan auch noch die Kurden angreift, das ist ja schon mal ganz klar. Das ist bekannt. Das ist nicht irgendwie so ein Gerücht, wie es im Internet nun mal kursiert mit Illuminati und 9-11-Verschwörung. Nee, das ist richtig. Das ist auch alles dokumentiert, dass Erdogan Kurden bombardiert. So. Fuck, ich muss hier weg. Okay. Egal. Nun ja, jetzt mal, jetzt mal eure Meinung. Was haltet ihr von Erdogan? Schreibt mal in die Kommentare. Meine Meinung ist ganz klar, der sollte vor ein Kriegsgericht gestellt werden und hingerichtet werden. So. Ekelhafter Typ der Erdogan, ehrlich. Eine Schande für die Türkei. Die Türkei könnte heute ein besseres Land sein. Ein Land, was aufstrebt, was offen ist, was europäisch geprägt ist, natürlich aber auch muslimisch geprägt ist. Ich will ja nicht die Kultur wegnehmen. Aber die Türkei wäre so toll, wenn Erdogan weg wäre. Weil man würde an... Was ist, wenn man heute... Was denkt man? Woran denkt man an die Türkei? Ja, an Erdogan. Inzwischen an Bombenanschläge. Erdogan zollt weg und ein guter Präsident her, der die Kurden unterstützt und ja. So sieht's aus. Okay, Leute, haut rein. Ich bin jetzt hier noch ein paar Kills. Hier in GTA und bis zum nächsten Mal. Euer Gamescom auf der PlayStation und 4. Und ciao. Allah.